Boah, weiß ich gerade noch nicht. Muss ich mal kurz Ah. überlegen. Wie könnte man das machen? Und da bin ich wieder. Welcome back. Hallöchen. Hallöchen. Leider kann man nicht dieses HUD deaktivieren, ohne dass dabei die Namen von den Spielern da bleiben. Das ist halt immer beides das Gleiche. Ja. Dann haben wir bloß noch zwei Häuser, die. Ah, nee, da sind noch ein paar Häuser, die umgebaut sind. Aber, oh, ob ich was kleines Süßes baue? 6x6 Standfläche, okay. Ja, man könnte Ich zum meine, ihr Beispiel könnt mal ein hier. kleines Lager machen. Weil es ja hier auch so am Ende von dem Weg. Könnt man Ja, durch irgendwo oder gucken. eigentlich das Lager, also das Hauptlager, glaube ich, oder Nee, das nee, nee, Ziellager. eben, ich meine so kleines Lager so für, weiß nicht, so, Ja, keine für Ahnung, die Kaserne Streu. oder so. Sowas eben so, Streugut ein bisschen, also halt eben so Ja, kleiner dann Schuppen kann sozusagen. man hier So. vielleicht ein Lager, also einen Schuppen oder so hinmachen. Na genau, Vielleicht hier, hier so ein. Genau. Und dann hier vielleicht ein Schmied oder so. Oder nicht. Oh. Stimmt, wir haben ja keinen Weil. Schmied. Ja. Tischler, Schmied, Tischler haben wir noch Ja. nicht. Ja, wir Kochen, haben. Versorgen ist ja alles in der Taverne. Genau. Wir haben noch drei, also jetzt gerade drei freie Häuser. Nee, doch. Nee. Nee, Hier. wenn Ronny das jetzt noch baut, ja, genau, vier freie Häuser. Das links oben, das ganz große. Hier das Lager. Rechts oben wissen wir noch nicht. Und das kleine ist dann rechts unten dieser Schuppen und daneben Schmied. Tja, was natürlich noch geil wäre. Ich meine, gut, wirklich fliegen kann ich ja eh nicht mit den Flügeln. Aber wenn man wenigstens, weil die Flügel bewegen sich ja die ganze Zeit. Aber wenn ich mich so fallen lasse und dann die Shift-Taste drücke, um zu fliegen, dann wär's eigentlich noch voll geil, wenn er richtig so mit den Flügeln schlagen würde. Wenn es gar nicht abbremsen würde. Aber gut. Viel schlimmer ist sowieso, dass es keinen Schwanz gibt. Das ist viel schlimmer. Succubus oder Schwanz ist ja, weiß nicht. Output des Teufels. Wobei gut ist sowieso. So, dann gucke ich mal. Ich glaube, dann mache ich jetzt mal ein bisschen. Ein bisschen Dirt. Beziehungsweise ich mache mal Stone. So. Ja, ach, eben. Ich kann eigentlich drei Kopfsteinpflaster nutzen. Ja, aber den Schuppen kannst du jetzt auch wirklich Ja, schuppig ich mach so richtig so wie so ein kleines offenes Lager, wo man auch gut reinkommt, also ohne Tür und alles, sondern wirklich so als machen. offenes Genau. kleine Eine Seite Abstellgebiet. oder so offen. Genau, Ja, genau. genau, eine Seite wird offen. Und dann würde ich das auch so sagen, dass man einfach das komplett aus Holz baut, den Schuppen, weil. Na, Oder zumindest haben wir dann die Wände Schwanz? natürlich vor, aus Holz zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Dach mache, ob ich da dann auch irgendwie so. Gucken, was hier so für Material gibt, das sich ein bisschen abhebt. Aber auf jeden Fall, ja, genau. So antiluxuriös. Damit durch. Das ist dann ruhig. Dann will ich aber noch sogar einen Balkon hinmachen.
Oh Gott. So. Das Fellrin, das hast du jetzt gesagt, aber es ist wahr. Was? Was? Wo redest du? Achso, von dem Haus. Ich dachte, du bist noch bei deinem, hier, na hier, bei The Wall. Wer ist das? Okay. Stadtmauer. Nein. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Hui. Nee, also ich glaube, das sieht etwas zu übertrieben aus. Oh Gott. Das sind zu fette Stützpfeiler. Nee, es kommt nicht gut. Das muss ein bisschen größer. Also richtige rote Steinziegel gibt es ja hier gar nicht, ne? Gibt es zwar Ziegel, aber... Ja, es gibt Netherbricks doch. Ah, Silk Loadbrick Block. Die Dinger kann ich nutzen. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Weg da. So, so und jetzt dein. Danke. Das dürfte doch, das sieht doch... Das ist doch fabulös. Jawoll! Das ist genau die Art von Stein, aus, die ich gesucht habe. Das macht nur einen komischen Sound. Aber ja. Echt? Ja, ja, klick mal einmal drauf. Wenn man es abbaut. Ja, achso, gut, wenn man es abbaut. Ah, ja, gut, wenn man es abbaut auch. So. Achso, die Stitch muss man ganz kurz hier, da hab ich doch schon wieder die falsche Umgebung genommen. Also klein. Nehme ich mal das hier. Das müsste dann. Was? Wie war das Passwort? Achso. So. Der Server lädt. Ich merke. Ja, der platziert bei mir gar nichts mehr. Ja. Echt? Ich mache die ganze Zeit keine Probleme. Also mit dem Replacement-Tool. Oh, jetzt. Oha. Na, ich schätze mal, mein... Der Router hat die Verbindung verloren. Na, also ich komme auch nicht mehr drauf. Warte mal kurz, ich guck mal kurz, ob der Router routet.
First. Ja, der Mini-Router hat schon das Internet verloren. Ich kann gerade in Zeitlupe zuschauen, wie sich die Blöcke selber platzieren. Oh. Stimmt, ich bin auch im Spiel drin. Aber super langsam. Oh. Okay. Okay, das laggt extrem. Also ja, ich komme auch nur ganz, ganz langsam. Dann guck ich mal nach, was da gerade. Guck ich mal gerade was. Durch. Am besten alle. Ich habe das aus, bei oder? Mir so eingestellt, dass dass eine bestimmte Zeitangabe meines Videos, zum Beispiel jetzt 45 Minuten, dann quasi die Folgen aufteilt, dass er dann quasi sowas wie jedes Mal von vorne beginnt. Gut, warte mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz den Server Neustart. Jo. Und jetzt geht's wieder. Das ist super, gerade wie ich raus bin. Ja, ja, jetzt geht er wieder. Läuft wieder alles. Sehr suspekt. Na, ich hätte mal, weil wie gesagt, das ist halt ein Laptop, wo verschiedene Server drauflaufen. Ich hätte mal gerade einer von den anderen Servern gerade mächtig irgendwie die Traffic gesendet oder sowas. Aber, wie gesagt, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Oh. Das ist doch schön. Ey, der Server laggt immer noch. Ach du Scheiße, laggt der. Hilfe. Ich starte einfach mal alles neu. Neu. Ja. Gerade wenn ich mich wieder anmelde. Ja, ich auch. Hey, so. Und läuft wieder. Und jetzt sollte er so schnell laufen wie noch nie zuvor. Das werden wir jetzt erstmal sehen. Das wäre 0 Sekunden mal schnell. Und meine Welt lädt immer. Sehen Sie schwarz? Ja, Zugriff verweigert. Ich spawn einfach mal nochmal 1000 Küken, dann passt das wieder. Ich bin da schon wieder. Wie jetzt? Echt? Ah, nur bei mir. Jetzt kann ich, aber mein Play. Ach, das Scheiße. Ja, hier ist nichts geladen. Oh, meine Hand. Ach, jetzt ist Farbe da. Yeah. Ich hatte gerade einen schwarzen Bildschirm, also. Ich hatte unten ach, alles da und der Rest war schwarz. Sieht besser aus. Okay, okay, you know what? Ich drehe mal kurz den Router vom Strom und schalte ihn mal neu. Also, ich bin nicht gerade dabei, den anzumelden. Oh Gott, jetzt leckt's wieder. Ja klar, ich hab gerade den wie gesagt, ich hab gerade den Router vom Strom getrennt. Also der muss jetzt erstmal wieder hochfahren und neu verbinden. Also eine Minute kann es jetzt sein, dass er erstmal down ist. Ja, das ist ja nicht so lange. Nö. Invalid Modification. Ja, schön. Echt. Wirklich. Das ist alles und herunterfahren. Tschüss. Ah, Zeitüberschreitung. Wer hätte es gedacht? Ich bin sowieso froh, dass es die letzten Folgen, ich meine, wir haben ja jetzt schon 6 Stunden oder so aufgenommen, dass es dort so gut lief. Weil wir eben, der ist halt ein bisschen schwachbrüstig. Aber ja, jetzt hat es uns selber doch mal erwischt. Es hätte auch meinetwegen alles glatt laufen können. So, der Router ist wieder da. Jetzt muss ich nur noch den Laptop wieder verbinden und dann sollte es gleich funktionieren. So, Laptop ist auch wieder da. Es sollte jetzt also alles funktionieren. Sollte. Ich komme immer noch nicht auf uns. Ah, doch, komm ich. Ja, okay, funktioniert schon mal. Mal gucken. So. Aber er regelt es wieder sofort. Ja, also. Ja, das. Ja. Mal schauen, ob wir jetzt gleich mit 5 Sekunden wieder haben. Klappt jetzt alles wunderbar. Ja. Da wird also doch der Router. Und nicht der Server. Ja. Naja.
Vielleicht holt mir irgendwann mal so einen stärkeren, aber das ist halt so ein Camping-Router, also sowas, was du halt mobil mitnimmst, wenn du irgendwo unterwegs bist. Das ist halt einfach, weil er halt Dual-Band braucht, damit ich damit halt das Netz von meinem eigentlichen Internet hier zu Hause trennen kann. Und ja, das war halt. Dafür tut das schon relativ gut seinen Zweck, aber ab und zu hat halt doch so ein bisschen Schluck auf. Er muss immer vorsichtig den Rücken tätschen, damit der Schluck auf weggeht. Und die sitzt da den ganzen Tag bei deinem Router und streichelt ihn. Ich glaub, würde auch so machen. Ungelogen. So, erstmal gucken, wo noch ganz das Stuff liegt, wo ich gerade gestorben bin. Müsste eigentlich bei Ferrin gerade im Haus sein. Zumindest habe ich die Sachen dort gerade gesehen. Ah ja, hier liegen sie. Das ist nicht aber noch eins in meinem Haus, aber ja, ist egal. Also zumindest ist das, wo du gerade arbeitest. Ja. Oh, erstmal schön ein frohes Fleischblock hier. Mm, auf den Schreck. Jemand eine Idee für einen Boden? Ja. Ich glaube, so sieht es gerade scheiße aus. Also ich habe viele Ideen, aber meine sind alle bodenlos. Also das ist ja richtig eine bodenlose Frechheit von dir. Oh. So, ich sehe schon mal, ist das Fenster noch offen? Ja, ist noch offen. So, guck mal kurz hier. Damit ich mal auch den Server wieder von Niniki starte. Der ist der Einzige, der es verdient hat. Alle anderen können warten. Eigentlich kann ich alles sauber starten. So. Ist aber gnädig. So, der Umkram bleiben. Den braucht keiner. So. Boink. Boink. So, wieder Fenstermodus, perfekt. Wieder volle Performance, 60 FPS, let's go! Aber wo sind jetzt diese komischen Steinblöcke? Die habe ich gerade aufgesammelt. Klaust du schon wieder, ja? Nee, die lagen auf meinem Balkon. Mhm. Da stand mein Name drauf. Das beweist sie jetzt erstmal. Schnell die Textur ändern. So, schau, wie das hier aussieht. Oh. Okay. Ja. So, jetzt auch mit Sound. Ja, doch. Macht schon ein bisschen was her. Mal nur gucken, wie ich das Dach am dümmsten mache. Nee, danke. Gut, danke schön. Es hat so richtig was nach von einem alten Schuppen. Ja, genau. Genau so soll es halt sein. Wirklich einfach so ein altes, marodes Ding, was einfach irgendwo da steht in der Ecke, wo man einfach so Stuff reinschmeißen kann, den gerade keiner braucht. So einfach so keine Art Rumpelkammer sozusagen. Eine öffentliche. Ja. Tja, jetzt geht's da für die ganzen Walls, die du hast, überall diese komischen Holzspitzen, aber irgendwelche schönen Schrägen, womit man so ein schönes Dach bauen kann, irgendwie nicht so sehr. Ja, dann muss ich doch mal ein bisschen mit Stairs arbeiten. Ja, oder mach so ein Slab-Dach, also mit Slabs einfach. So ein Flachdach meinst du jetzt? Ja, sowas ähnliches. Also jetzt nicht einfach so eine Platte, aber. Ach so, also so ein Schrägdach schon, aber flacher meinst du jetzt? Genau, mit Slabs gebaut. Das könnte ich natürlich auch probieren, ja.
Na, oder, warte. Oder man macht das so, dass das hier an einer Seite höher ist. Also die Mangrove-Dinger. Achso, da hinten den Schrägbaum meinst du? Und das dann sozusagen so schräg nach unten. Oder halt nach vorne, aber ich glaube eher nach hinten sieht das besser aus. Genau, eher nach hinten, ja. Dann müsstest du, glaube ich, die Mangrovenstämme einen höher machen und dann kannst du das einfach verbinden. Oh. Ja, oder du machst die da hinten einen tiefer. Na, ich müsste beides machen, weil es ist ja 8 Blöcke auseinander, ja, also sechs Blöcke zwischen. Also ich muss sowieso vorne eins höher und hinten eins tiefer, sonst fällt halt runter. Ich habe gerade noch was rausgefunden. Man könnte ja bei den Häusern für die Stämme könnte man bei jedem unteren Stamm, jetzt vielleicht beim Schuppen nicht, aber den mit einem Barrel ersetzen, damit das nochmal eine andere Struktur bekommt. Also wie bei dem Haus jetzt hier. Da kannst du erstmal bei einem Haus probieren, wenn wir gucken, wie es aussieht. Oder bei der Taverne ist auch schon. Taverne, glaube ich, besser. Taverne, Sonne, Mutter und Stern, was? Ich gehe mit meiner Taverne, oder wie? Genau! Ach so. Guck mal das. Digga, was tue ich gerade? Aber ja, wir können das was werden. Ich muss nur mal gucken, wie ich da. Ach, den Tag. Da kann ich nämlich hier hinten noch so eine Querbalken langziehen, so hier als Art tragende Stützstruktur. Ja. Aber dann. Schön. Mach mich mal kurz auf Sturm. Jo. Achso, nee, hier vorne müssen die Dinger aufliegen. Das sieht so, genau. Ja, dann lass sie aber einen rausstehen. Ja, das können wir auch machen.
Ich bin sowieso mal überlegen, ich glaube, wir machen hier, machen wir auch schon so eine Liniendinger. Ja. Ja, so sieht's gut aus. So sieht's doch nach einer ordentlichen Struktur aus. Ja. Jawohl, ja! So, und jetzt kommt wieder das wunderschöne Replacement-Tool. Theoretisch könnte man die auch noch so verbinden. Oder? Was, wie, wo? Hier vorne. Ah, macht aber strukturtechnisch nicht, eigentlich nicht viel Sinn. Ja, das stimmt. Ja, so ist besser. Na. Bin ich wieder. Welcome back, gute Krupp. Und ich glaube sogar, dass das Ding nach hinten auch offen, so dass hinten auch diese Lücke bleibt zwischen den beiden Dingern. Dann wirkt es nochmal ein bisschen offener von der Struktur. Von dem. Ja. Ja, dann kann man, na oder, na, wenn man das hier zumachen würde, hätte man noch mehr Lagerplatz eigentlich. Da man jetzt nur die Wände sozusagen füllen kann. Dann könnte man hier die drei Wände sozusagen füllen. Ha. Ja, oder man macht es so, dass man das nur so halb zumacht und hier oben so Lüftungs... Löcher und so. Da bin ich sowieso mal überlegen. Ich habe sowas ähnliches auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob es in meinem privaten, im privaten Spielstand war. Glaube ja, aber ich habe irgendwann mal im Let's Play gezeigt gehabt. Glaube ich. Auch so eine ähnliche Hütte gebaut. Und da hatte ich es tatsächlich so gemacht, dass diese Steine hier nicht ganz bis nach oben gehen. Aber eben das Problem ist halt, es geht hier mit den Dingern nicht, weil es die halt nicht als Slab gibt. Also könnte man es einfach machen. Als Lüftungs. Beziehungsweise, vielleicht gibt es die Dinger sogar als Lab. Ich hab's noch nicht probiert. Ha! Wie ist Dinger? Loam. Nee. Gibt's nicht als Lab. Dann muss ich mal irgendjemanden hart slappen. Warum? Na, doch. So macht's doch schon einen schönen, niedlichen Eindruck. So, dann machen wir mal Chest. Klatsche hier einfach ein paar Doppelchests rein. Ungefähr so. So. Tada! Na, oder, warte, oder man könnte es so machen, dass man hier sozusagen dann so eine Lagerungsecke machen. Genau, man kann es ja abwechseln. Auf der einen Seite Chest und dann kann man hier Lager. Haben wir Holz, Heuball oder für sowas? Ja, ne? Ja, haben wir. Ja. Ist schon am Ende. Achso. Ist bei dir schon am Ende. Da. Ja, hat man hier so ein bisschen. Well. So. Das verfault doch. Ja, häng die mal schön an die Decke. Die müssen reifen für unsere Döner. Gerade zwischen will ich es wissen oder tue ich meiner Psyche eingefallen und möchte es nicht wissen. Was haben Sie angestellt? Vieles. Vieles, über das ich nicht sprechen möchte. Aha. Ja, okay.
Okay, aber halt alles, was jetzt den Server bezogen ist, den Rest möchte ich. Oh, halt den. Hier geht den Filter bis was vom Dach. Ist dann gar nicht fertig. Hier. Ach ja, doch. So. Dafür auch noch was. So. Und so. Ja. Besser ist das. Ja, ich hab's. Soll das nur noch. Ach nee, halt hier vorne, fehlt auch noch was. Da. Jetzt. Da. Jetzt sieht's komplett aus.